Süssul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, wir sind wieder in unserer Windenburg-Villa, in den Windenburg-Finkas. Finken? Finkas? Finken? Finkas. Finken sind Vögel. So, ich möchte jetzt hier heute weitermachen mit Steven. Der soll nämlich sein Bestreben mal langsam ein bisschen vorwärts bringen. Gina zählt ja nun leider nicht für die anderen Kinder. Leider, leider. Aber er kennt momentan noch niemand anderes. Morgen ist Montag. Das heißt, morgen muss er wieder in die Schule. Das ist optimal, wenn wir wollen, dass er neue Leute kennenlernt. Und ja gut, in Chirurgensachen geht sie runter an die Werkbank. Ja, was wird sie da zerlegen? Gina möchte oder sollte vielleicht sich noch ein bisschen unterhalten. Warte mal, mit wem hat sich denn gerade, mit wem ist denn Steven befreundet von den erwachsenen Personen? Wer ist denn da sein Freund? Sergio, gute Freunde. Freundin. Ich glaube, da muss er sich tatsächlich noch mit jemand anderem anfreunden. Mit Emi könnte er sich noch anfreunden. Die beiden sind nämlich nur Bekannte. Aber Emi ist gerade auf der Arbeit. Von daher sieht es auch etwas schlecht aus. So, genau. Geh du nochmal noch dazu, plaudert ein bisschen. Und Cleo? Was machst du denn da gerade? Eine Elefantenskulptur, okay. Ich finde das höchst interessant, echt, dass meine Sims auf einmal so auf die Werkbank abgehen. Das haben sie nie getan. Und jetzt seit ein paar Tagen? Wochen? Oh, 20 Simoleons bringt so eine Elefantenskulptur. Messerblock haben wir auch noch für 20. So eine hergestellte Geige haben wir noch wieder im Inventar. Und eine Simvaria-Geige haben wir auch noch wieder im Inventar. Aber keine ganz teure leider diesmal. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Was hat sie hier? Natürliches Licht. Hier unten im Keller hat sie natürliches Licht. Das glaubst du doch wohl selber nicht. So, die Skulptur ist fertig. Und dann auch noch bei Nacht. Also, da wird sie wohl nicht mehr großartig natürliches Licht gehabt haben. So, wie wär's, du haust dich schon mal hin? Oder ihr könntet vielleicht ein bisschen, ne? Techtelmechtel oder so. Steven legen wir auch schon mal in die Koje. Wo ist Gina? Gina will, glaube ich, gerade irgendwas abspülen. Was will sie machen? Ein Glas Wasser nehmen, okay. So, und hier Hendrik. Ist gerade noch auf der Toilette gewesen. Mach das mal sauber und dann wasch dir mal noch die Hände. Und danach wäre supi, wenn du Paula füttern könntest. Wir haben jetzt übrigens ein paar Leute geschrieben, dass sie mit der Toilette das Problem hatten, dass sie so nervtötend brummt und deswegen teilweise die sprechenden Toiletten alle wieder gegen normale ausgetauscht haben. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir das vielleicht auch wieder machen? Ich habe jetzt heute kein Headset auf, aber gestern, wo ich es auf hatte, da ging mir das doch tatsächlich dezent auf die Nerven, beziehungsweise vorgestern war das. Gestern waren wir bei Aiden und Lia und da hat es irgendwie nicht gebrummt. Warte mal, haben wir da überhaupt eine sprechende Toilette? Ich weiß es gerade gar nicht. Sie fühlt sich unwohl. Warum? Weil hier alles gammelig ist. Denn die Spinatfritata verderben lassen. Leute, Mensch. So. Geh mal gerade noch auf die Toilette, genau. Wir schmeißen den Spinatfritata weg. So, was ist denn hier los? Der ist auch im Eimer. Sortier danach bitte mal noch das verdorbene Essen aus. Das wäre super. Habt ihr auch Hausaufgaben gemacht? Nein, natürlich wieder nicht. Die werden hier noch richtig... die rutschen noch richtig ab in der Schule, wenn sie nicht bald mal wieder ihre Hausaufgaben machen. So. Was macht denn der jetzt auch noch hier? Komm mal hier hinten hin. Emi will auch basteln. Sag mal, warum ist denn die noch so fit? Das gibt's doch nicht. So, Hendriks Sozialbedürfnis ist ein bisschen im Keller. Das lässt sich doch beheben.
Das lässt sich doch beheben. Wir müssen auch bei Gelegenheit immer mal noch wieder das... Also wir müssen ja mal noch so ein Kellerräumchen bauen für den Butler. Und ich hatte jetzt schon von manchen gehört, dass sie sich wünschen, dass ich mal wieder Baufolgen mache. Das ist natürlich, wenn ich dann am Wochenende die Challenge bringe, mich mit den Familien abwechsel und dann noch jeden zweiten Tag irgendwie baue, ist ein bisschen schwierig momentan, weil dann kommen wir irgendwie bei gar nichts mehr auf den grünen Zweig und deswegen habe ich momentan kein Bauprojekt laufen. Das ist eigentlich gerade so der Grund dafür. So. Gina, können wir jetzt auch ins Bett legen? Anlage da hinten machen wir mal aus. So. Ich wollte gerade sagen, die schlafen noch never ever weiter. So fit, wie die noch sind. Aber ihr solltet schlafen, damit ihr wieder einen anständigen Rhythmus bekommt. Ist sowieso schon blöd, wenn man erst um 3 Uhr ins Bett geht. Frag mich mal, ich kenne das. Ich war gestern auch erst wieder um 3 im Bett. So, warum wird das denn schon so... Echt wieder schon so früh hell? Ist jetzt kaum noch dunkel. Muss Sommerzeit sein. Ach ja, das ist schön. Jetzt ist ja auch die Wintersonnenwende, ist ja schon rum. Jetzt wird es wieder jeden Tag ein bisschen früher, also ein bisschen später dunkel. Das ist, ich mag das immer nicht, wenn im Winter, wenn es dann so ultra lange dunkel bleibt und so ultra früh wieder dunkel wird. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Also ich mag den Winter an sich ganz gerne, aber das ist eigentlich das, was mich wirklich stört. Das ist immer so ungemütlich, wenn dann das Wetter nicht schön ist. Wenn es dann wenigstens schneit, dann ist ja alles supi. Pfannkuchen. Dann ist ja alles supi, aber... Wenn das jetzt wirklich so trist ist, so grau in grau, so trüb, wie es momentan ist, das ist echt nicht angenehm. Was möchte er? Möchte befördert werden, weil er ehrgeizig ist. Das könnten wir eigentlich mal festsetzen. Das könnten wir eigentlich mal festsetzen. Er ist relativ kurz vor der Beförderung. Das sollten wir doch hinbekommen. So, als nächstes sollten wir wohl Steven ins Bad schicken. Der ist nämlich auch kurz vorm Platzen. Oh, schaut mal hier, wie schön die Blumen aussehen bei dem Licht. Ah, oh, ein Traum. Auch wenn es unrealistisch ist, dass wenn hier Schnee liegt, die Blumen so aussehen. Aber gut, normalerweise gibt es ja auch noch keinen Schnee in Sims. Normalerweise nicht. Oh, Sergio hat die Flasche an die Decke geworfen anscheinend. Jedenfalls ist nichts mehr wieder runtergekommen. Auch gut. So, und Cleo. Wie sieht's hier hinten aus? Hier sind noch alle müde. Emi könnte schon wieder aufstehen. Die können wir auch direkt eigentlich... Umziehen, anziehen und umziehen. Ne, Hendrik noch nicht. Aber wir könnten Emi hier hinten rüber stiefeln lassen. Was war das wieder jetzt? Ach ja, einfach den Pfannkuchen wieder zurück in die Pfanne, wenn er mal rausgefallen ist. Ja, gar kein Thema, gar kein Problem. Und nochmal. Hendrik, Sergio, du bist ekelhaft. Das kann man doch nicht tun. Trotzdem haben sie eine ausgezeichnete Qualität. Ja, nimm dir was. Nimm dir was, nimm dir was. Nehmt euch beide was. Esst hier alle gemütlich zusammen. Ein Frühstück mit Freunden. Mit so einer Aussicht, frühstücken zu können, ja. Das ist sowieso saucool. Warum hockst du nicht da hinten hin? Aha. Ich wollte schon sagen. Ja, das ist echt schön. Ich will auch so... Oh, aber ich krieg das nicht hin, dass hinten das Dach drauf ist. Ich will auch so eine Aussicht haben, wenn ich morgens frühstücke.
Okay, sind wir mal ehrlich. Meine Aussicht, wenn ich morgens frühstücke, geht direkt auf den Monitor vom PC, weil ich das immer nutze, um Kommentare zu beantworten und sowas. Wer ruft Sergio an? Eine Party? Sergio muss doch arbeiten. Nein, heute hat er nicht... Ei. Ja, ne? Versaut und so. Grundschule besuchen. Gina ist doch noch so hungrig. Die hätte früher aufstehen müssen. So, er ist jetzt in der Schule und sollte Freundschaften schließen. Weil ich möchte ja, dass er neue Kinder kennenlernt. So. Nee, musst nicht aufräumen, das mache ich schon. Aber Outfit ändern, zieh dir mal was Warmes an. Das Bild ist ja super. Das ist spitze, aber ich würde es trotzdem verkaufen. Aber wir haben hier nicht wirklich einen Ort, wo das hinpasst. Ein realistisches Gemälde. Ich glaube, die bringen mehr Geld. Kann das sein? So, diesmal stelle ich die Pfannkuchen in den Kühlschrank. Ansonsten vergammeln die nur wieder. Was macht der Rest? Cleo will auf die sprechende Toilette. Emi möchte ausdauernd laufen. Nee, du lass mal. Du hast eh schon so viel Sport gemacht. Du bist so ultraschlank. Genrebuch schreiben. Schreib doch nochmal ein Drehbuch, du hast schon lange nichts mehr geschrieben. Schon lange nicht. Es geschah in der Mittagspause. Das haben wir doch schon zigmal geschrieben, oder nicht? Die Paula ist eine Kuh. Die macht mich einfach mu. Für die müssen wir auch mal noch einen Gefährten angeln, hatte ich ja immer mal gesagt, dass ich das machen möchte. Warum steht denn Hendrik nicht auf? Oh, das gibt gleich ein Desaster. Okay, nee, Cleo haut schon vorher ab. Ein Tandem-Bericht. Boah, wie viel Geld wir schon haben. Das ist einfach nur so krass. Das hat uns so viel gebracht, nochmal mit den Geigen. Wahnsinn. Warte mal, hier hat... Er hat noch Spinatfrittata im Inventar. Sag mal, wäscht sich Hendrik nicht mehr die Hände? Aha, doch. Ich wollte gerade sagen. Aber was ist denn das für eine Reihenfolge, wenn er erst rausgeht und dann wieder zurück rein und... Also Hendrik, manchmal bist du komisch. Cleo möchte ein bisschen zocken. Oh, hier haben wir auch noch... Aber noch gammeliges Zeugs rumstehen. Ich muss sagen, ich bin so neugierig auf den Quartal-Teaser, der dann wieder kommt von Sims. Unheimlich gespannt. Party Frenzy! Hier steht da unten zwar ein bisschen blöd, die Konsole, aber gut. Manchmal muss man sowas dingsen. Oh, das wird ja ein cooles Bild. In Kauf nehmen, wollte ich sagen. Das wird ja schön. Ich glaube nicht, dass wir das verkaufen. Ich mache mal hier ein bisschen schneller voran. Oh, okay, das ist doch relativ unspecial. Hier, du kannst mal deinen neuen Besitz bewundern. Vielleicht gefällt dir das ja. An Kunstgalerie verkaufen. Für... Ja, ein Meisterwerk verkaufen. 2572 Simoleons. Ich überlege tatsächlich, ob wir vielleicht Jordan in der City Life Challenge mal noch ein bisschen einen Basketballkorb kaufen. Ja, könnten wir uns mal überlegen. Mensch, hier, Emi hat schon ihr Buch fertig geschrieben. Warum dampft sie? Die Post, was? Wie hoch die Rechnung? 9.405. Ach komm, das zahlen wir doch aus der Portokasse. Mensch. Ups. Dann bezahl erstmal die Rechnung. Wie viele Bücher hat sie noch im Inventar? Da ist auch noch eine Geige im Übrigen.
Da ist noch so eine teure Geige für 15.000 und da sind noch drei kleine Geigen. Ich glaube, sie hat gerade nur ein Buch. Dann schickt das an den Literaturzirkel, das Drehbuch. Mit diesem hochliterarisch wertvollen. Oh, Meilenstein erreicht. Noemi hat neueste. Was? Ich habe sie gelesen. Sie muss drei Bestseller fertigstellen. Okay. Okay. Ach, das hier mit Honoraren für Buchveröffentlichungen 25.000 Simoleons verdienen. Aha. Okay. Sims mit hohen Schreibfähigkeiten schreiben eher einen Bestseller. Wir haben noch keinen Bestseller geschrieben. Ja. Da muss Emil tatsächlich mal ein bisschen ranklotzen. So, Steven hat Bruno in der Schule getroffen. Okay. Gut, ich würde aber auch sagen, an dieser Stelle war es das für heute wieder. Wir sehen uns morgen bei Lia und Aiden. Und hier sind wir hier morgen, übermorgen? Übermorgen? Ja, am Freitag nochmal. Nee, das hier ist schon die Donnerstagsfolge. Das heißt, hier sind wir erst am Montag wieder, richtig? Ja. Oh mein Gott, ein Durcheinander. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.